Und wieder einmal willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Einer läuft schon vor uns weg. Oh, das ist gar nicht gut. Nee, ich dich aber nicht. Geh weg. Ja, völlig in das Geschehen geworfen. Wir werden jetzt erst einmal versuchen, die Bekanntheit ein wenig zu senken. Und ansonsten haben wir große Probleme. So, weg damit. Fasst ihn? Nein, fasst mich nicht. Ich kann es nicht fassen. Wir werden einfach mal fliehen. Komm schon, komm schon, komm schon. So, sehr schön. Immer über die Dächer der Stadt. Einfach weg hier. Und irgendwo verstecken, wo wir sicher sein können. Ach, Scheibenkleister, das wird so nix. Wir brauchen irgendeinen Ort zum Verstecken. Gebt mir einen Ort. Der ist schlecht. Autsch, autsch. Komm schon hoch. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Der wird garantiert gleich beworfen und fällt wieder runter. Oder auch nicht. Hat geklappt. Wir müssen einen Ort zum Verstecken finden. Sieht so aus, als wenn wir hier oben auf den Dächern der Stadt keinen finden. Dann müssen wir halt runter. Oh, wir werden nicht mehr gesucht. Das ist gut, das ist sehr gut. Dann können wir uns jetzt weiter um unseren Bekanntheitsgrad kümmern. Wir sind ja noch ziemlich berüchtigt hier. Hey, wir haben wieder Geld. Juhu. Da vorne haben wir noch einen Steckbrief, den wir nutzen können. Einfach geradeaus. Autsch. Und dann hier oben drauf. Wo soll denn der hier sein? Wahrscheinlich da oben irgendwo, wa? Na gut, das kriegen wir hin. Hier soll er sein? Auf der anderen Seite. Warte mal, dafür müssen wir den hier einfach mal ausschalten. Und zack. Schluss, aus und vorbei. Ah, es ist alles nicht so einfach, ehrlich. Wir müssen irgendwie an den Zettel da kommen. Ach, guck mal. Da ist sogar, der ist gar nicht runtergefallen. Ich habe erst gedacht, der fällt runter und weckt wieder alle Leute auf. Aber es geht. Einmal bitte abreißen. Dankeschön. Wieder um 25% gesenkt. Dann haben wir jetzt noch 50% übrig. Die müssen wir auch noch auflösen. Ich möchte nämlich nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad haben. Das macht mir keinen Spaß. Ah, wir brauchen Wurfmesser. Wir haben nicht mehr so viele. So. Scheiß Scheibenkleister. Das wollte ich nicht. Nichts wie weg hier, genau. Ah, der da ist auch nicht ganz sauber. Geh weg. Genau so. Und dann noch einmal auswählen. Wo ist er? Da ist er. Ruhe. Okay, hier haben wir noch einen Brief, einen Steckbrief auf dieser Seite. Wo hängt der? Da. Den nehmen wir auch noch ab. Okay, haben wir noch 25%. Das heißt, ein einziger Steckbrief noch und dann ist Ruhe.
Dann sucht uns eh keiner mehr. Um alles andere kümmern wir uns dann später. Und hopp. Oh oh. So, Schluss. So, runter. Und komm, hol dir den letzten Steckbrief und dann ist Schluss. Dann hast du es geschafft. Ah. Ruhe. Wir sind wieder zu 0% bekannt und inkognito unterwegs und werden jetzt also versuchen, erstmal das Assassinengrab zu machen und dann natürlich die Aufträge, und wir wollen noch die letzten beiden Aussichtspunkte haben, die sich hier in der Stadt verbergen. Nämlich einmal hier oben und den am besten auch noch. Dafür müssen wir einmal ein wenig nordwestlich. Hier rüber. Auf diese Seite, geradeaus. Hier ist eigentlich der nächste Auftrag, aber den machen wir erstmal nicht. Mit dir möchte ich nicht reden, dankeschön. Erstmal geheilt. Sicher ist sicher. Wir haben ja das Geld. Hohoho. Wir haben gar kein Geld mehr. Warte mal, wo müssen wir hin? Noch weiter nördlich, okay. Soll nicht das Problem sein. Ach da, jetzt sehe ich es auch auf der Karte. War wahrscheinlich schon vorher auf der Karte, aber ich habe nicht so sehr drauf geachtet. Ach, sei ruhig. Immer diese Leute. Die denken, sie werden gleich umgebracht. Wofür hätte ich dich jetzt umbringen sollen, hä? Da müssen wir rüber. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Auch hier wird's schwierig. Nein, wir müssen definitiv auf der anderen Seite lang. Oder kommen wir hier hoch? Nein. Ja, entweder so. Oder hier. Das ist auch eine Möglichkeit. Das machen wir einfach mal. Lass dich mal runter. Und dann geht's hier rüber. Oder auch nicht. Dreck, aber ich höre es glitzern. Hier ist noch irgendwo was Besonderes. Komm raus da. Da könnten wir hoch. Aber wir kommen definitiv nur von der anderen Seite ran. Ach Gott, nee. Das ist so kompliziert hier. So, und hier hoch. Okay. Ja, der Aussichtspunkt, der ist knackig, der hat's in sich. Ach, hier glitzert das. Na, das Glitzerteil wollen wir uns doch holen, oder? Wieder eine Feder mehr. Nicht nur im Gepäck. Und da geht's nicht weiter. Wir müssen nach links, mein guter Ezio. Ezio, Ezio Auditore. Ich komme über diesen Namen einfach nicht hinweg, weil, Alter, ihr, der, weiß ich nicht, der hat sich jetzt so eingebrannt. Ist sehr schwer, sich dann wieder an was anderes zu gewöhnen. Höher. Noch höher. Ja. Geschafft. War ein schwieriger Aussichtspunkt, muss ich zugeben. Aber wir haben ihn bewältigt, gemeistert. Und ich hoffe, dass wir damit das restliche Umland erforscht haben. Das wäre schön. Gucken wir nochmal auf die Karte. Checkpoint auf jeden Fall erreicht. Ja, und wir haben sogar noch eine Codex-Seite, die wir damit freischalten können. Und dann ist nur noch ein einziger Aussichtspunkt übrig. Sehr gut. Eine einzige Codex-Seite nur noch. Es wird doch wohl nicht das Problem. Komm, wir springen einfach hier runter. Und dann gucken wir mal, Richtung Norden müssen wir. Wir werden eh nicht mehr gesucht, wir können jetzt frei durch die Stadt laufen. Und hier soll irgendwo die Codex-Seite sein, aber auf der anderen Seite, okay. Dann einmal nach oben. Hier. In diesem Gebäude. Wahrscheinlich von der anderen Seite bewacht. Aber das kriegen wir auch hin.
Ah, hier sind wieder vier Leute, die aufpassen. Was machen wir? Wir müssen sie umbringen. Mach dich aus dem Staub. Oh, das war mal eine neue Art des Killens. Der haut ab, der hat schon Angst. Kann ich verstehen, ich bin ja auch sehr angsteinflößend. Na komm. Na los, komm. So, jetzt ist Schluss. Jetzt können wir hier rein. Und können unsere Codex-Seite holen. Ja. Ach, ich liebe es. Badabababa. Hier haben wir übrigens noch eine Seite. Wo ist sie hin? Muss hier irgendwo oben kleben. Wo soll die sein? Da oben? Was? Hier oben darf niemand sein. Weg. Wir sind weg. Na gut. Gehen wir halt woanders lang. Ach Gott, der Bade schon wieder. Geh weg. Dann machen wir hier weiter. Auf dem Aussichtspunkt. Oder ist er hier? Hier ist er. Ah, es wird auch nicht so leicht. Aber wir kriegen das hin. Hier ist wieder irgendwo ein... Da. Wie machen wir das am besten? Einfach mal... Wir haben keine Wurfmesser mehr. Scheibenkleister. Geh weg. Oh nein, du solltest nicht runter. So, schnell nach oben. Oh Gott, Alter. Na, Ezio. Hä? Was machst du da? Komm da nicht so einfach hoch. Wir müssen hier auf dieser Seite hoch. Und dann so? Nee, das wird nichts. Wir müssen nochmal krabbeln. Komm. Komm hoch. So ist gut. Dann rüber. Höher, 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 höher. Ganz hoch hinaus. Da kommen wir nicht lang. Dann gehen wir einmal rum. So, hier aber hoch. Ah, das sieht gut aus. Jetzt hier lang. Ich glaube, das war eine Fehlentscheidung. Oder? Ah, sieht gut aus. Einmal darüber, dann hier hoch. Und wir sind oben angekommen. Können wir hier schon oder müssen wir noch höher? Ich glaube, wir müssen noch höher. On top. Okay, hop on top. Go. Auf dass wir wieder eine Codex-Seite finden. Sieht nicht so aus, als wenn hier eine in der Nähe ist. 24 von 73 Aussichtspunkten gefunden. Und was ist das für ein Symbol auf der Karte? Da gucken wir doch gleich mal genau hin. Was ist das hier? Rennen. Okay, da haben wir denn ein Rennen gegen irgendjemand anders, das wir bestreiten dürfen, sollen, können, wenn wir das wollen, um Florin zu verdienen, aber das ist nicht unbedingt mein Ding. Da bin ich lieber der gemütliche Mann, der irgendwie seine Stadt aufbaut und... Oh! Gibt noch was Schönes als Belohnung, sehr gut. Wo kommst du denn her? Wer bist du überhaupt? Und warum bist du hier? Okay. Jetzt können wir mit unserer Aufgabe fortfahren, aber vorher will ich das Assassinengrab finden. Erkunden und finden. Bin schon wieder weg. Ich bin gar nicht da. Ja, ja. Guck, bin gar nicht mehr da. Da vorne, da muss irgendwo in der Nähe das Assassinengrab sein. Nehmen wir mal die Leiter. Hopp, 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 hopp.
Wir wollen niemanden anheuern. Wir wollen weiter. Ich habe eh kein Geld zum Anheuern. Was will der denn, Mensch? Ich will doch gar nichts von ihm. So, hier hoch. Ach, du liebes bisschen. Wo kommt der denn her? Den werden wir uns schnappen. Bleib stehen. Genau so. Okay. Wir sind wieder bei 25% Bekanntheit. Das ist aber gar nicht das Problem. Und ja, und hier müsste nicht nur diese Seite sein, die wir abreißen, sondern auch der Eingang zum Assassinengrab. Ich schätze mal, irgendwo hier auf diesem Gebäude. Oder? Nee, wahrscheinlich eher im Gebäude. Oder außen am Gebäude. Irgendwo wird es sein. Hier sehe ich jetzt aber nichts. Das wird doch im Gebäude sein. Gehen wir mal außen rum um das Gebäude. Dann werden wir schon irgendwo einen Eingang finden.